Hallo, liebe Deutschlernende. Heute ist mir ein interessantes deutsches Wort in den Sinn gekommen. Und es ist ein Wort, das dich vielleicht überraschen wird, weil es sehr untypisch klingt. Ja, das Wort klingt sehr untypisch. Es klingt gar nicht wie ein deutsches Wort. Ja, was klar ist, weil es bestimmt importiert wurde. Ja? Und dieses Wort lautet Fata Morgana. Fata Morgana. Was ist eine Fata Morgana? Ich werde es dir anhand einer Geschichte erklären. Stell dir vor, du bist in der Wüste. Vielleicht bist du sehr durstig und es ist sehr heiß. Und du schaust in die Ferne und du siehst Wasser. Und du denkst dir, wow, Wasser, yes. Ja? Im Deutschen sagt man das manchmal, yes, ja, obwohl es Englisch ist. Ja? Du sagst dir, wow, ja, ich freue mich. Dort ist Wasser, ich bin sehr durstig. Und du gehst auf das Wasser zu, du freust dich schon, dass du bald wieder Wasser hast. Und dann merkst du, dass das Wasser auf einmal verschwindet. Es wird immer weniger. Und du denkst, oh nein, es verschwindet. Vielleicht verdunstet es. Ja, vielleicht verdunstet es. Ja, vielleicht scheint die Sonne auf das Wasser und deswegen verschwindet das Wasser. Ja, es verdunstet. Und du läufst auf den Fleck zu und kaum bist du angekommen, siehst du, dass dort nichts ist. Das ist nur Sand. Das ist nur Sand, das ist kein Wasser. Das war eine Fata Morgana. Was ist eine Fata Morgana? Eine Fata Morgana ist eine Illusion. Eine Fata Morgana ist die Illusion, dass in der Ferne Wasser ist. Aber es ist kein Wasser, sondern es ist nur warme Luft, die die Sonnenstrahlen spiegeln. Ja? Die Sonnenstrahlen strahlen auf die Luft und dann wird das Licht gespiegelt und kommt dann in dein Auge. Und deswegen sieht es aus der Ferne so aus wie Wasser. Das ist eine Fata Morgana, eine optische Illusion in warmen Gebieten. Ja, ich glaube, eine Fata Morgana entsteht, wenn warme Luft auf kalte stößt oder wenn warme Luft emporsteigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja? Aber das ist eine Fata Morgana. Auf Englisch Mirage. Ja? Eine Fata Morgana. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein importiertes Wort ist. Es klingt nämlich so untypisch für die deutsche Sprache. Es klingt ganz anders als alle Wörter, die wir normalerweise im Deutschen benutzen. Und wir benutzen auch interessanterweise ein anderes Wort als die Engländer. Ja, wir nennen es Fata Morgana. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du fandest dieses Wort auch so interessant. Es ist ein echt faszinierendes Wort, ja, sehr untypisch. Aber das habe ich schon 100-mal gesagt. Sehr untypisch. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Tschüss!